Hallo, heute füllen wir mal zusammen eine Gewerbeanmeldung aus. Die Frage kam ja in der letzten Zeit so oft und deswegen gehe ich mal die Punkte durch, die sozusagen ihr hier beachten müsst. Mein Name ist Roland Elias und herzlich willkommen zu Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Wie immer, wenn es um Anlagen oder Formulare oder sonstiges geht, springen wir gleich wieder direkt auf den Computer. Dementsprechend schauen wir gleich direkt rein, damit ihr jetzt hier seht, was Sache ist. Wie ihr jetzt seht, es ist hier, wie gesagt, die Stadt Regensburg. Das ist natürlich meine sozusagen Heimatgemeinde und natürlich ist natürlich stellvertretend hier für alle Gewerbeanmeldungen, die es so in Deutschland halt gibt. Im Großen und Ganzen sind diese natürlich alle sehr ähnlich, weil, wie gesagt, dieses Formular ja sich nicht großartig unterscheidet. Aber, wie gesagt, ich kann ja nicht jede Gemeinde sozusagen abhandeln. Deswegen jetzt mal stellvertretend hier sozusagen einmal die Stadt Regensburg, die Gewerbeanmeldung ausfüllen für euch. Der komplette Fragebogen ist sehr leicht auszufüllen. Es geht hier bloß um persönliche Daten. Vorab muss man sagen, wenn ihr hier einen Fehler machen solltet, dann wird euch nicht gleich hier der Kopf abgerissen oder ihr müsst hier gleich mit Geldstrafen oder sonstiges rechnen, weil, wie gesagt, hier auch die Mitarbeiter beim Gewerbeamt sozusagen euch recht schnell und einfach helfen können, wenn hier Fragen kommen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, diesen Fragebogen direkt bei der Gemeinde auszufüllen. Viele wollen das aber natürlich nicht, dass sozusagen das Gewerbeamt hier überlaufen wird sozusagen, und man kann natürlich auch schon vor der Gewerbeanmeldung mit seiner Tätigkeit beginnen. Aber dazu komme ich jetzt dann gleich. Wir springen direkt rein und dementsprechend hier, wie gesagt, Gewerbeanmeldung für das aktuelle Jahr ganz einfach. Hier gibt, da ändert sich normalerweise jährlich nichts. Hier ist es so, ihr müsst natürlich angeben, hier in Feld Nummer 1 ganz einfach euren Namen, euren Firmennamen. Wie heißt ihr denn? Was wollt ihr eigentlich damit machen? Ihr seht schon, hier gibt es natürlich unterschiedliche auch Gesellschaftsformen, denn bei den Videos zur Gesellschaftsform habe ich ja auch schon mal gesagt, da gibt es ja auch die Möglichkeit, beziehungsweise manche müssen ja hier sozusagen einen Fragebogen, also eine Gewerbeanmeldung ausfüllen. Dementsprechend ist es hier sozusagen so, hier muss sozusagen der Name beziehungsweise was natürlich die Firma ist, eingetragen werden. Zum Beispiel, jetzt habe ich hier stellvertretend mal die Max Müller, der eingetragene Kaufmann sozusagen, der hier sozusagen auftritt, weil er eingetragener Kaufmann ist, und das ist der Name des Unternehmens. Ihr könntet aber auch zum Beispiel hier, was haben wir da, Steuern mit Kopf zum Beispiel angeben, wenn das eure Firma ist. Dementsprechend ist es natürlich so, ihr müsst hier natürlich auch dann euren persönlichen Namen und also eure persönlichen Daten angeben, weil ihr, wie gesagt, ja dann das Gewerbe anmeldet und ihr sozusagen dann hier in Kontakt mit dem Gewerbeamt ganz einfach kommt. Und natürlich ihr natürlich dann hier auch der Ansprechpartner seid. Wir machen natürlich gleich wieder hier mit unserem, halt diesmal ist mehr der Müller, Max. Der ist natürlich dann männlich. Dann natürlich der Geburtsname, hier der keinen. Ich mache hier gerne immer solche Strichlein rein, ganz einfach sozusagen, dass man hier einfach sieht, dass da nichts eingetragen ist. Wir lassen den Max Müller sozusagen dieses Jahr 18 werden, und zwar zum, halt so machen, 1.1.2000 machen wir, hat er Geburtstag, so halt, dass das richtig ist. Dann ist er dieses Jahr 18 geworden. Dann natürlich Geburtsort oder Land. Hier könnte man jetzt in meinem Fall ganz einfach Regensburg angeben. Dann natürlich hier hinter Deutschland. Dann natürlich die Staatsangehörigkeit. Hier ist natürlich dann schon entscheidend, dass ihr sozusagen hier Deutsch oder natürlich alternativ, wenn ihr eine andere Staatsangehörigkeit habt, dass ihr das hier angebt. Das ist natürlich dann entscheidend, weil, da kommen wir später noch dazu, es ist ja so, dass man für manche Sachen, zum Beispiel eine Aufenthaltsgenehmigung oder eine Arbeitserlaubnis braucht. Aber das sind, wie gesagt, wieder schon Spezialfälle. Aber im Normalfall reicht es dann, wie gesagt, aus, wenn ihr sozusagen hier jetzt eure Staatsangehörigkeit angebt und dann sozusagen hier das einfach weiter ausfüllt. Dann hier sozusagen hätten wir dann jetzt hier die Musterstraße 1 in 1, 2, 3, 4, 5 Musterstadt. Dementsprechend ist es so, ihr braucht dann natürlich auch noch eure Telefonnummer. Die wird natürlich dann häufig verwendet, denn hier ist es wirklich von Vorteil, wenn ihr sozusagen in Kontakt mit der Gemeinde tretet, dann rufen die euch an, wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Fehler entdecken, dann sagen die, hey, hast du da vielleicht das anders eingetragen, stimmt das vielleicht nicht ganz, wir haben hier andere Daten von dir oder sonstiges, dann kann es hier relativ schnell abgewickelt
werden. Dementsprechend hier einfach die Telefonnummer angeben und dann ist das Ganze einfach erledigt. Wenn ihr natürlich noch einen Fax habt, dann natürlich auch das Fax mit angeben. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass hier, wie gesagt, alles ganz einfach angegeben werden muss. Aber das ist eigentlich alles relativ leicht. Wenn ihr zum Beispiel hierzu eine Gesellschaft habt oder eine juristische Person, dann ist es so, dann müsst ihr natürlich hier auch die Zahl der Geschäftsführer angeben. Wenn ihr jetzt ganz normale Gewerbetreibende seid, dann fällt das natürlich weg, weil ihr seid ja als Einzelunternehmer auch der Vertreter. Also dementsprechend könnte man hier auch ganz einfach dann 0 reinschreiben, wenn ihr zum Beispiel Einzelunternehmer seid. Wenn ihr eine Personengesellschaft seid oder eine GmbH oder eine AG gründet, dann wäre es natürlich hier der Fall, dass hier mehrere gesetzliche Vertreter vorhanden sind und diese natürlich dann auch namentlich genannt werden müssen hier in der nächsten Zeile. Betriebsstätte, da kann man sich es im Grunde dann relativ einfach machen, denn hier kopiert man, wenn es geht, denn hier kopiert man ganz einfach bloß sozusagen das, was man oben stehen hat und natürlich dann auch hier die Telefonnummer. Das ist jetzt sozusagen der Standardfall, vor allem mit Blick darauf, dass natürlich das sozusagen im Jahr der Gründung ist. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass ihr sozusagen hier schon eine andere Betriebsstätte, also eine abweichende Betriebsstätte von eurem Wohnort habt. Die meisten gründen sozusagen aus dem Wohnzimmer heraus und nur die wenigsten haben sozusagen dann schon von Anfang an hier eine externe Betriebsstätte oder Büros oder Lagerhalle, Produktionshallen oder sonstiges. Da wäre es natürlich so, dass wenn ihr hier eine andere Betriebsstätte hättet, dann könnt ihr zum Beispiel hier jetzt auch ganz einfach das eintragen. Genauso wäre es natürlich, wenn das nur eine Betriebsstätte ist, aber ihr eine andere Niederlassung habt, dann müsst ihr das, wie gesagt, auch angeben. Der Gründungsfall ist, wie gesagt, dass das hier vollkommen ausreichend ist, weil, wie gesagt, die Betriebsstätte gleich sozusagen hier oben der Wohnanschrift ist. Es gibt natürlich dann in diesem Zusammenhang, ist es wiederum entscheidend, ja, was hier sozusagen, was für eine Tätigkeit gemeldet wird. Hier ist natürlich sowas wie Affiliate Marketing, sind so klassische Sachen, oder was natürlich im Jahr 2000 und 17 relativ interessant war, Vermietung von Rechenleistung und zwar hier beim Mining von Kryptowährungen, aber dann zum Beispiel auch, was natürlich immer klassisch kommt, ist der Handel mit Kaugummis oder ganz einfach auch, was gibt es denn noch zum Beispiel, ja, YouTuber, wäre natürlich jetzt auch relativ hier als Gewerbetätigkeit anzugeben. Aber wie gesagt, es gibt natürlich hier keine Grenzen. Ihr müsst natürlich bloß darauf achten, ihr müsst alle Punkte angeben. Wenn ihr mehrere Tätigkeiten unter einem Unternehmen verbindet, dann steht es auch schon hier und zwar ein Beiblatt mit verwenden. Das wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn ihr, wie gesagt, diese zwei Zeilen hier nicht ausreichen, dann wäre das, wie gesagt, hier ganz einfach zu erledigen. Hier die Tätigkeit wird vorerst im Nebengewerbe betrieben. Das ist nämlich dann der Fall, wenn ihr sozusagen ein, ja, beruflich angestellt seid zum Beispiel, dann wäre es sozusagen hier der Fall, dass ihr das ja natürlich nur im Nebengewerbe macht. Das hat natürlich hier auch zum einen statistische Zwecke, zum anderen ist es natürlich auch für die Krankenkasse wichtig, denn wenn du sozusagen hier das Vollzeit, also sozusagen als ja, Vollzeitunternehmer machst, dann bist du natürlich auch krankenversicherungspflichtig und dann bist du natürlich nicht mehr versichert über dein Angestelltenverhältnis, aber hier dann wie gesagt im Normalfall auch einfach Ja angeben. Wenn ihr wie gesagt nebenbei gründet, dann ist das im Grunde schon alles. Hier zum Beginn können wir natürlich jetzt auch sagen, wir haben zum 1.1.2018 angefangen. Dann wäre sozusagen das noch möglich. Hier muss man aber dazu sagen, es gibt manche Gemeinden, bei denen ist das sehr kritisch. Da kann man nur in die Zukunft anmelden, weil die das sehr kritisch sehen und dementsprechend, wie gesagt, geht das nur in die Zukunft. Es gibt aber auch Gemeinden, wo das sozusagen rückwirkend möglich ist. Der gängigste Fall ist hier sozusagen, dass man 3 Monate in die Vergangenheit ein Gewerbe anmelden kann. In den seltensten Fällen geht es länger. Ich hatte einmal einen Fall, dort wurde 2 Jahre rückwirkend ein Gewerbe angemeldet, weil, wie gesagt, hier natürlich dann vergessen worden ist, dass man natürlich schon hier im gewerblichen Bereich tätig ist. Das ist vor allem dann der Fall, wenn zum Beispiel eBay-Handel betrieben wird oder zum Beispiel ja auch Affiliate-Marketing. Am Anfang macht man hier Umsätze, gibt das ganz einfach ganz normal in der Steuererklärung an und denkt, ja mein Gott, das war halt ein bisschen was, was ich nebenbei verkauft habe, so ein bisschen zum Spaß und auf einmal stellt man fest, okay, man hat hier mehrere tausend Euro Gewinn und vielleicht auch schon einen Geschäftsbetrieb und sozusagen hier, man agiert hier ganz einfach selbstständig, nachhaltig, mit Gewinnerzielungsabsicht und ist am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr beteiligt. In diesem Fall wäre es wie gesagt so, dass man hier eine Gewerbeanmeldung abgeben muss und da ist es natürlich schon gut, wenn man das auch rückwirkend machen kann. Das ist aber wie gesagt von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Manche lassen es zu, manche sehen das nicht sehr gerne, aber das ist wie gesagt sehr individuell.
Gehen wir weiter zur Zeile 18. Hier ist natürlich entscheidend, was macht die Industrie, Handwerk, Handel oder Sonstiges. Ich habe es in der letzten Zeit immer öfter festgestellt, dass immer mehr Anmeldungen hier über Sonstiges laufen, weil wie gesagt zum Beispiel ja Industrie, Handwerk oder Handel, da fällt jetzt zum Beispiel auch das Affiliate-Marketing oder natürlich auch andere Tätigkeiten meistens nicht drunter. Aber Handwerk, Industrie und Handel sind auch heute noch sehr interessante Bereiche. Handel wäre zum Beispiel dann interessant bei eBay-Handel oder zum Beispiel auch Amazon FBA, wo er natürlich als Händler auftritt. Jetzt ist natürlich auch noch entscheidend hier das Thema Angestellte. Wenn ihr nur alleine arbeitet, dann könnt ihr natürlich die Zeile 19 auch komplett vergessen, müsst dann hier grob bloß keine anklicken und dementsprechend ist das dann damit auch erledigt. Die Anmeldung wird erstattet für was? Das ist natürlich hier, wie gesagt, auf den Bereich hier oben bezogen. Dann natürlich eine Hauptniederlassung. Wenn ihr, wie gesagt, nur eine Hauptniederlassung habt, es sei denn, ihr würdet jetzt zum Beispiel in der Nachbargemeinde auch anfangen, hier zu ein Unternehmen aufzubauen, dann wärt ihr hier, wie gesagt, auch mit einer Zweigniederlassung oder, wie gesagt, eine Alternative hier auch noch möglich. Dann ist es der nächste Punkt, ist der Grund. In den meisten Fällen ist es hier eine Neugründung, die sozusagen hier stattfindet. Es gibt natürlich auch hier andere Möglichkeiten. Das wäre zum Beispiel der Gesellschaftereintritt, der Wechsel der Rechtsform, also zum Beispiel eine Umwandlung oder Sonstiges. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der immer sehr viele Fragen aufwirft. Und zwar braucht man eine Erlaubnis, Handwerkskarte, Aufenthaltsgenehmigung, Sonstiges. In, ich sag's mal, mehr als 90% der Gewerbeanmeldungen ist das nicht der Fall. Da kann man hier im Grunde überall Nein, 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 Nein angeben. Und zwar aus dem Grund, weil, wie gesagt, in den meisten Fällen keine Erlaubnis benötigt wird. Das sind zum Beispiel, wenn man hier einen Meisterbetrieb ganz einfach hat, also einen Meistertitel braucht, um eine Tätigkeit auszuüben oder zum Beispiel bestimmte Genehmigungen, weil man zum Beispiel mit Chemikalien oder irgendwas sowas in der Art hier hantiert, dann wäre hier manchmal eine Erlaubnis notwendig. Handwerkskarte, das weiß auch im Grunde immer jeder, der eine hat. Wenn du aus dem Ausland kommst und eine Aufenthaltsgenehmigung brauchst, dann ist es wie gesagt so, dann gibst du diese an, dann ist hier jeweils immer die Behörde und natürlich dann auch das Ausstellungsdatum mit zu erfassen. Und natürlich enthält diese Aufenthaltsgenehmigung eine Auflage oder Beschränkung. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann hier nein, wenn schon. Es gibt, wie gesagt, manche Auflagen, die es hier gibt, aber im Normalfall trifft das, wie gesagt, mehr als 90% der Gewerbeanmeldungen nicht. Ansonsten, wie gesagt, müsst ihr dann bloß noch hier das Datum ganz einfach eintragen, an dem ihr sozusagen hier die Gewerbeanmeldung unterschreibt und dann natürlich am Ende alles hier an die Gemeinde ganz einfach übertragen. Weil jetzt hier gerade am Ende noch steht mit Zuwiderhandlungen, also hier ist man wirklich im Rahmen des Vorsätzlichen. Wenn du hier, wie gesagt, einen Fehler machst und was falsch einträgst, dann ist es hier nicht der Fall, dass du hier mit Geldbußen oder Geldstrafen rechnen musst oder einer Freiheitsstrafe. Es geht nur darum, man möchte halt hier wirklich fehlerhafte Angaben, also vorsätzlich gemachte fehlerhafte Angaben ganz einfach unterbinden. Aber wie gesagt, im Normalfall ist das, wie gesagt, relativ einfach erledigt und man kriegt hier normalerweise keine Geldstrafen. Ansonsten, wie du siehst, die Gewerbeanmeldung ist relativ leicht auszufüllen. Du musst im Grunde überall nur deinen Namen eintragen, deine persönlichen Daten und halt das Unternehmen im Grunde beschreiben. Die Gewerbeanmeldung ist, wie gesagt, dann natürlich auch hier mehr statistisch zu erfassen. Und zwar, weil es natürlich hier darum geht, wie viele Unternehmen wurden gegründet, wie viele Unternehmen haben sozusagen hier wieder eine Abmeldung durchgenommen. In diesem Zusammenhang einfach hier, wie gesagt, alles ordnungsgemäß ausfüllen. Du brauchst keine Panik haben, wenn du irgendwas falsch machst, weil, wie gesagt, in den meisten Fällen melden sich dann die Leute vom Gewerbeamt und rufen dich schnell an und sagen, wie schaut das aus, bitte faxen Sie es oder schicken Sie es per E-Mail schnell durch, dass sie uns bestätigen und dann ist das auch erledigt. Eine Gewerbeanmeldung braucht ja, wie gesagt, grundsätzlich jeder Gewerbetreibender. Das ist natürlich auch hier im Bereich der Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Also jemand, der selbstständig, nachhaltig mit Gewinnerzielungsabsicht am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr beteiligt ist und es sich nicht um Vermögensverwaltung, Land- und Forstwirtschaft oder einen freien Beruf oder eine andere selbstständige Arbeit handelt. Wenn du eine selbstständige Arbeit ausführst, dann musst du diese sozusagen nur dem Finanzamt anzeigen, dass du mit der selbstständigen Tätigkeit beginnst. Aber das ist natürlich dann wieder was anderes. Hier geht es jetzt rein um Gewerbetreibende. Also sozusagen um Händler. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir einen Kommentar und einen Daumen nach oben da, weil dann weiß ich, was ich richtig mache oder was du vielleicht das nächste Mal ein bisschen anders haben willst. Einfach wie gesagt, ab damit unten in die Kommentare. Wenn du Steuern mit Kopf nicht mehr verpassen willst in der Zukunft, dann natürlich hier auf Abonnieren klicken und wie gesagt auch weitere Fragen und Anregungen und sonstiges in die Kommentare unten. Mein Name ist Roland Elias und das war Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.